Hallihallo und herzlich willkommen bei einem kleinen Gameplay zu Sacred 2 Fallen Angel mit Eisenblut, also Goldversion. Weil ich momentan kein Internet habe, kann ich nichts anderes machen als Offline-Spiele spielen. Und Sacred 2 ist so ein Spiel, das ich noch zufälligerweise noch habe. Also sehr wenige Offline-Spiele habe ich noch. Und dann kommt jetzt kurzfristig einfach solche paar Aufnahmen, bis ich dann wieder gutes Internet habe für Games. Uploaden könnte ich noch, aber es geht einfach sehr lange. Und deshalb, ja, einfach so vorläufig Sacred 2. So, ja, das ist ein Action-Rollenspiel, wer es noch nicht kennt, von einem deutschen Entwickler, der es nicht mehr gibt. Escron Interactive oder so etwas. Und die sind 2012 oder 2013 bankrott gegangen, weil sie nicht mehr so profitable Games gemacht haben und Sacred 2 einfach zu teuer war und zu wenig Einnahmen brachten. Und deshalb wird Sacred 2 auch nicht mehr supported, nicht mehr weiterentwickelt. Und ja, ist aber schon fertig, hat eben ein Add-on namens Eisenblut. Und ich muss ein bisschen leiser machen, sonst übertönt es mir die ganze Stimme. Also sehr sensibel mit dem Balken. So, also wer Diablo 2 kennt, oder Diablo 3, ungefähr so ist es. Und hat eine Riesenwelt, also... Da will ich kurz schauen. Ja, hier war ich schon, das ist das Anfängergebiet. Und das alles, was grau ist, wird dann farbig, wenn man es entdeckt hat, wenn man schon da war, mit dem Charakter. Und, also das ist gigantisch groß. Größer Skyrim, größer als Far Cry 4. Und, einfach nur genial. Ich spiele da einen Drachenmagier, das ist die Klasse, die mit dem Add-on gekommen ist. Und ich habe den speziellen Mod dafür, Enchanting Spells heißt der Mod. Und bietet eben neue Spells, wie zum Beispiel Elementarschlag, was ist noch neu? Zorn des Drachen ist neu, Vertraute wurde verstärkt und so weiter. Also wenn ich jetzt hier Vertraute mache, ist es nicht mehr ein kleiner Mini-Drache, sondern das ist so ein Drache, also ein schon erwachsener Drache. Ja, ein bisschen erwachsen. Ein Kind oder so. Und ja, Spells wurden gebufft oder ganz überarbeitet. Jeder hat jetzt eine Beschwörung. Wie zum Beispiel diese zwei, ah, da ist der andere jetzt. Diese zwei Beschützer, die mich beschützen und mir ein Schild spawnen, casten manchmal und so weiter. Und da unten habe ich Windstoß, das gab es eben auch im Original. Also eben Add-on da schon, aber das wurde auch ein bisschen verstärkt. Zerstörer wurde verstärkt, Windstoß wurde, glaube ich, gleich belassen. Und ja, andere Spells wurden noch verstärkt, zum Beispiel der Berserker-Modus. Da verwandelt man sich in so einen Menschendrachen, einen Werdrachen. Ja, Berserker-Form heißt es. Und die Drachenform wurde weggenommen und durch Zorn-Drachen ersetzt, weil die Drachenform, die war einfach Magier und das hat nicht so viel gut skaliert, war nicht so gut, eher so ein Tank. Und ersetzt halt mit Zorn-Drachen. Ja, und sonst gibt es hier noch Schutzrunen, ist glaube ich auch neu. Und die Symbole wurden erneuert und so weiter. Also es ist ein richtig guter Mod. Leider noch kurz, also er ist nicht so umfangreich noch, weil er in der Entwicklung ist, aber genial. Und ja, man kann halt nicht so viel ändern bei Sacred 2, weil für Mordor nicht so gut das Spiel ist. Aber es ist recht Slack kurz Moment. Ja, es läuft schon besser. Ja, es läuft nicht so gut.
Fraps hat Probleme mit diesem Spiel, also es frisst extrem viel Leistung. Und wow, schon wieder was geschafft. Eigentlich brauche ich Elementarkunde gerade nicht so auszubauen. Ich möchte hier noch geschärfte Sinne. So. Dann habe ich auch die Bonis auf der den Amuletten. So, immer Intelligenz für Magier. Ausdauer finde ich nicht so gut. Ich könnte Ausdauer auch ab und zu nehmen, aber nehme es lieber nicht. Und also ich bin Elementarmagier mit dem Baum. Elementarmagie. Und geht eigentlich gut im Sacred Fall Eisenblut, also im zweiten Teil mit Add-on, ist er nicht so stark gewesen, aber jetzt mit dem Mod ist er eigentlich wieder balanced gegenüber den anderen Klassen. Es nimmt nicht mehr zu schwach. Und jetzt habe ich hier ein Amulett, wo ist es? Hier, habe ich freigeschaltet. Erst mit diesem geschärften Sinne, Attribut, also Fähigkeit, wird es freigeschaltet und jetzt haben wir 4,5%, und je mehr ich in geschärfte Sinne reinmache, desto mehr habe ich dann auf dem Ring automatisch. Also es erhöht sich auch dazu. Geschärfte Sinne, gut, da. Geschärfte Sinne, also jetzt ist 1 und dadurch 4,5. Wenn ich 2 habe, ist dann 6,1 oder sonst irgendwas, 6,5 und so weiter. Und später gibt es natürlich bessere Ringe, die mehr skalieren und so weiter. So, also die Beschis, die Beschwörungen, die Erdelementare sind nicht aggressiv, die beschützen mich einfach, die werfen sich zwischen mir und den Gegner, hauen manchmal sehr langsam zu, machen Buffs. Wenn ich jetzt wirklich in Bedrängnis bin, casten sie einen Schutzbuff, Buff, und ja. Greifen an. Einen kleinen Schlag für den Dragon. Gegen den Kobold natürlich. Das wurde auch gebufft. Das hatte, glaube ich, nur ein Projektil. Jetzt hat es irgendwie 6 Projektile besser gemacht. Und nein, es war, glaube ich, schon immer 5. Ja, eben diesen Spell, also der Windstoß, wurde nicht gebufft. Der ist gleich geblieben, weil der schon OP, nein, nicht OP, aber ganz normal stark war im Add-on. So. Und ich bin jetzt einfach hier gerade am Leveln, weil ich will auf selber Schwierigkeitsgrad gehen. Und dafür brauche ich einfach noch ein bisschen Items oder so. Gut. Ah, ich wollte doch nicht streuen. Ist weiter weg. Ja, jetzt so treffe ich natürlich nicht. Okay, zerstören sind sowieso besser. So, da kommen noch welche. Yes, lasst es explodieren. Prima. Da ist noch ein Gegner. Da ist noch ein Gegner. Genau, greift sie an. Ich liebe so Selbstmord. Golems, ich liebe die einfach. Darum habe ich die Charakterklasse überhaupt genommen. Und deshalb habe ich auch den Zauber genommen. Und später bekomme ich nicht nur 4, sondern 6. Ich maximum, glaube ich, sogar 7. Weiß ich jetzt nicht genau. Aber, schon stärker, aber die Regenerationbelastung ist auch stärker, also höher. Dass wir die Zauber nicht mehr so schnell regenerieren. Da können wir kurz schauen. Steigt die Stufe des Beschützers. Beschützer erholen sich schnell von Schaden. Das ist Beschützer. Zerstörer. Erhält physischen Schaden. Zerstörer leben länger, bevor sie explodieren. Da nehme ich das obere. Man muss immer zwischen zwei auswählen. Eins kann man freischalten, das andere wird dann ja, das kann man dann nicht mehr auswählen. Immer für eins muss man entscheiden. Oben oder unten. Ich werde physischen Schaden natürlich nehmen. Hier nehme ich Zerstörerleben länger, bevor sie explodieren. Brauche ich nicht. Also das obere. Obere, obere und hier auch obere. Mehr Zerstörer, also 6. Wahrscheinlich jetzt haben wir 4. Seht ihr? 5, 6. Und hier ist erhöhten Feuerschaden des Zerstörers.
Nein, ich möchte nicht Feuerschaden noch haben mehr. Ist zwar auch nett. Also soll ich ja 5 lassen. Ich werde auf 5 lassen und hier wirklich Feuerschaden erhöhen. Weil ich brauche Schaden. Genau. Dann werde ich auf 5 lassen. 6 bringt es nicht so viel. Die meisten überleben sowieso und explodieren noch danach noch einiger Sekunde. Deshalb. Ja, seht ihr, 2 Explosionen bringen eigentlich nicht viel. Und die anderen überleben, die anderen 2 überleben eigentlich immer. Und die KI ist natürlich auch nicht gut. Das ist leider in solchen Action-Rollen und Hexen-Slays so, dass man eigentlich nicht so gute KI hat, weil es halt nicht in den Vordergrund steht und weil die Entwickler einfach nur Zeit sparen wollen wahrscheinlich und deshalb das nicht noch einbauen und so. KI ist halt schwer in Games. Aber dass in Ego-Shooter und Strategiespielen die KI auch schlecht ist, ist natürlich schlimmer. Aber in solchen Spielen braucht man eigentlich nicht unbedingt so eine gute KI. Wäre natürlich hilfreich, aber ja, es ist schwer zum Herstellen. Man braucht sehr viel Zeit. Kann ich verstehen. Da sind eigentlich Mods manchmal immer mit mehr KI und so weiter. Weil die Modder haben Zeit, was die Entwickler irgendwie nicht haben. Weil sie sehr geldgierig sind und so weiter. Ja. So. Gehen wir kurz hier ins Soldatenlager. Ja, den Gegner kill ich jetzt nicht. Das ist wahrscheinlich nur ein Kobold. Dann halt. So, und tut mir leid, dass es laggt. Das liegt, das ist wegen der Physics-Berechnung. Und wegen Fraps. Ohne Fraps laggt es nie. Und ohne Physics laggt Fraps auch nie. Also Fraps mit Aufnahme. Hier bei Sacred 2. So, und ja, hier haben wir Quests. Fragezeichen heißt immer, ich hätte gerne eine Bitte. Und Ausrufezeichen heißt immer, ich will den Auftrag hier abgeschlossen haben. Kommt zu mir. Ja, das ist eigentlich fast in jedem solcher Games so. Ah, das ist ein Soldat. Das ist kein Feind, kein Bandit. Da ist noch etwas. Ja, eine Schatztür. So, jetzt gehen wir hier nach Süden. Ja, ist nicht ganz Süden, aber ein bisschen südöstlich. Können wir noch ein paar Explosionen herunterlassen. Also beschwören. Also die Regenerationszeiten sind recht hoch noch, weil ich noch nicht die Fähigkeiten habe, um die reduzieren. Und nicht auf Ausdauer skille. Und wenn ich dann wieder mal schlechtes Internet habe, heute ist es gerade richtig. Nur 500 Kilobyte von 1600 ist ein bisschen wenig. Auch das Maximum ist natürlich wenig, weil ich jetzt gerade in einem Haus bin, in einer Wege bin, wo noch schlechtes Internet ist, aber das wird vergrößert. Also da zahle ich auch für die Wege. Und das kommt leider erst im August. So. Mit solchen Zauberstäben kann man auch schießen, wenn man dann die Fähigkeit Zauberstabkunde nimmt. Aber wenn man die Zauberstabkunde nicht hat, hat man nur Nahkampf. So. Ja, das ist nicht so gut. Wirbelwind. Kann ich den auch mal kurz zeigen. Und ab und zu, wenn es mir, eben wenn ich schlechtes Internet habe, werde ich da wieder ein bisschen aufnehmen. Und euch die zeigen dann, wenn ich wieder Internet habe, gutes. Und ja, Level zwischendurch, dass ihr dann Fortschritte seht. Wow, das ist größer geworden. Der war doch noch ganz klein, der Wirbelwind. Cool. Toll. Ah, ich liebe den Elementarmagier. Der Elementar-Drachenmagier. Und ich liebe das Game. Also es ist so ein gutes Game, aber so wenig verkauft. Wahrscheinlich wegen PR. Sie haben recht wenig PR machen können.
also Werbung. Und deshalb ist es nicht so bekannt geworden. Aber es hat wahrscheinlich die Einnahmen einfach nicht wieder eingenommen. Und das führte zu der Schließung von Eskrin und die Trennung von Jawood. Und das ist ein bisschen schade. Also ich hoffe, ich kann irgendwie das beeinflussen, dass Secret weiterentwickelt wird, weil Secret 3 hat nichts mit Secret 2 und 1 zu tun. Das ist einfach nur ein PR-Masche von, glaube ich, Koch Media oder so. Und hat überhaupt nichts mit dem 1 und 2 zu tun. LOL. Die werden so extrem geschoben. So. Komm. Booms. Sehr toll. Ja, ich liebe das. Wenn ich mit dir fertig bin, bist du noch kürzer. Genau, noch kürzer. Also, das war's mit dem Video. Dankeschön fürs Zuschauen. Und eben, ich spiele jetzt ein bisschen weiter, zeige wieder meine Fortschritte und so weiter. Und eben, das kommt meistens eben dann, wenn ich ein schlechtes Internet habe oder einfach nur Langeweile habe. Also, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, es interessiert euch. Wenn nicht, macht nichts. Und ich zwinge niemand, meine Videos zu schauen. Wenn ihr wollt schauen, dann dürft ihr das natürlich. Vor allem, es ist interessant, ein gutes Spiel. Und ja, im nächsten Part kommen dann wahrscheinlich ein paar Quests dran. Und nicht nur Gekämpfe. Jetzt im ersten Part wollte ich einfach diesen Charakter mal vorstellen. Und ja, das war's. Dankeschön fürs Schauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.